Das Beste, was man in einem Rollenspiel finden kann, sind neben Waffen Rüstungen. Und die haben wir eingebaut. Mein Name ist Chris und ich entwickle das Computerspiel Drover Forsaken Kin und ich erzähle euch, was wir coole Sachen erlebt haben. Und Punkt Nummer 1, wir haben Rüstungen eingebaut. Rüstungen sind ziemlich cool. Ihr seht hier auch so ein paar Grafiken, ein paar Bilder, wie Rüstungen bei uns aussehen, denn wir haben zwei Fraktionen und das sind beide Fraktionsrüstungen. Und natürlich, Freunde, interessiert es mich mega, wie findet ihr die? Denn ihr kennt ja selber, ich kenne es von WoW, wenn man die neuen Rüstungen sieht, ist man voll gehypt drauf. Und das erste Mal, dass ich die so ein bisschen euch zeigen kann, finde ich super, super cool. Deswegen schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie euch die Rüstungen gefallen. Ob die geil sind, ob ihr Bock habt, die Rüstung zu haben und die zu tragen. Punkt Nummer 2, was wir gemacht haben, wir haben unser eigenes Spiel gespielt. Freunde, es klingt total doof, aber wir sind ja Spielentwickler. Und eigentlich kommt man nicht dazu, das Spiel wirklich mal von Anfang bis zum Ende zu spielen. Vor allem, wenn es so ein großes Rollenspiel ist, was über 20 Stunden Spielzeit hat. Und es ist auch sehr teuer, wenn wir es mal spielen. Aber es ist wichtig. Deswegen hat die Hälfte des Teams sich hingesetzt und hat das Spiel einfach von vorne bis hinten gezockt. Und Freunde, es hat Spaß gemacht. Das ist schon mal cool. Es hat Laune gemacht und es sehr, sehr viel positives Feedback haben wir bekommen. Aber auch negatives Feedback, Freunde. Und das arbeiten wir jetzt natürlich auf, um eine geile Version zu machen, ein geiles Game zu machen, was euch auch gefällt. Und deswegen war es uns sehr, sehr wichtig, dass wir das mal getestet haben. Punkt Nummer 3, wir haben Cutscenes eingebaut. Aber stopp. Das sind nicht so Cutscenes, wie man sie kennt. Boah, da kommt irgendwas, ein Meteorit fällt ein und alles drum dran. Sondern einfach, bei uns sind Cutscenes quasi, dass NPCs sich in der Welt bewegen, dass sie etwas tun können, eine Interaktion, dass irgendwas abgespielt werden kann, wo man als Player die Kontrolle verliert, weil man im Dialog ist. Beispielsweise, ich laufe einen Weg lang und dann kommen zum Beispiel 3 Wölfe angelaufen, jaulen und dann greifen sie mich an. Das ist so eine kleine Cutscene. Und davon haben wir relativ wenige. Ich glaube, wir haben davon so 10 bis 14 Stück, die wirklich hart geskriptet sind. Wir haben natürlich sehr viele Reaktionen von NPCs, dass er irgendwo mal hingeht, er braut irgendwas. Das sind bei uns auch schon kleine Cutscenes, aber jetzt haben wir mal die größeren angefangen. Und Freunde, es ist immer mehr Aufwand, als man denkt. Und so Cutscenes wirklich smooth zu machen, ist sehr, sehr, sehr schwer. Und deswegen haben wir da relativ viel Zeit investiert, haben uns natürlich dann noch ein paar Cutscenes rausgepickt, worauf wir uns fokussiert haben und haben die probiert, richtig schick zu machen. Und ich hoffe, euch gefallen die. Punkt Nummer 4 trifft zwar nicht Drover, aber es trifft die Arbeit an Drover. Denn wir sind ja auf der Entwickler-WG live, deswegen schaut auf jeden Fall vorbei und lasst ein Follow da. Und dort haben wir ein neues Konzept. Wir sind jeden Tag live und streamen quasi ein Coworking. Das heißt, wenn du motiviert werden möchtest, auch selber zu arbeiten, komm in den Stream. Wenn du selber wissen möchtest, wie ist es eigentlich, Spielentwickler zu sein, das ist ja nur Paradies. Man erschafft eigene Welten. Wie sieht das eigentlich in echt aus? Dann siehst du uns beide, Johannes und mich, einfach dort sitzen und am PC arbeiten. Das ist die Realität und die möchte ich euch gerne zeigen. Das heißt, wenn du Bock hast, lass auf jeden Fall dort ein Follow da, komm auf die Entwickler-WG bei Twitch und schreib vor allem, woran du gerade arbeitest, ob du auch coole Projekte hast und zusammen arbeiten wir dann, du an deinem Projekt, wir an unserem Projekt und dann treffen wir uns abend noch für coole Streams. Das war der Monat Januar, das Jahr hat echt sehr, sehr krass angefangen, Freunde, und der Release 2024 steht an. Wir sind, oder wir haben heiße Kohlen oder wie man das nennt und sind voll dabei. Wir sind sehr motiviert, es macht sehr, sehr viel Spaß. Vor allem das selber Spielen hat einen auch einen unglaublichen Boost gegeben, dass man wirklich Bock hat und dass man auch irgendwie erkennt, dass wir für unsere Philosophie auf dem richtigen Weg sind. Deswegen freuen wir uns. Lasst auf jeden Fall ein Follow da, wenn es euch gefällt. Ich bin raus, euer Chris.